Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Es ist endlich soweit. Ich bin ein bisschen spät, aber es geht noch, ne? Aufgebraucht von dem Monat April habe ich hier. Die Kiste ist voll. Wurde hier eigentlich gar nicht so viel. Doch, ich habe mal ein bisschen altes Zeug aussortiert und dadurch auch, was ich schon länger so im Backup hatte, nicht mehr benutzt habe. Und sind auch Sachen dabei, die ich mal auf einen längeren Zeitraum aufgebraucht habe. Ne? Nicht nur in einem Monat, aber da sage ich halt immer was dazu. Genau. Und ja, ich habe mir manchmal das sortiert, ne? Die Kiste, hier so hingelegt. Aber das mache ich jetzt dieses Mal mal nicht. Ne? Ich lasse das so in der Kiste, ich nehme das so nach und nach raus. Und ja, ne? Ist ja eigentlich auch egal. Ihr wollt ja eigentlich bloß sehen, was ich so aufgebraucht habe. Und wo ich euch sagen kann, ob ich das gut fand oder nicht, weil Geschmäcker sind verschieden. Und wenn jetzt was dabei war, was euch gefallen hat und mir nicht oder umgekehrt, Gott sei Dank. Ne? Geschmäcker sind verschieden, dann würden wir alle nur das Gleiche nehmen. Ne? Oder Auffassungsgabe oder wie auch immer. Ja, wenn dich das interessiert und andere Geschichten, die ich hier so treibe im gesamten Video, siehst du bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Ne? Hier auf der Seite. Kannst mal gucken und ja, würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kaninchen abonnierst. Glöckchen anmachst, nicht vergessen, ne? Und danach informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir, wenn das nicht so funktioniert, dass YouTube dich informiert. Ich bin auch bei Instagram, da bin ich privat unterwegs und da lasse ich auch sofort meine Abonnenten und Zuschauer wissen, sobald ich was hochgeladen habe, ne? In der Story als normaler Beitrag, also ihr könnt eigentlich da nichts verpassen und da bin ich ein bisschen schneller wie YouTube, glaube ich. So, ihr Lieben, ich fange dann mal an, ne? Es ist ein bisschen was, es ist ein bisschen viel. Ich denke mal, wir kriegen eine Dreiviertelstunde voll. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Ja, ich bin heute ein bisschen eskaliert mit meinem Look, ne? Also, ne? Also es ist ja auch Frühling und so soll das ja auch sein. Aufgebraucht habe ich auf einen längeren Zeitraum von Facel Slip-Einlagen. Klassik. Ne, ja, das ist für die leichten Tage. Also 55 Stück reicht vollkommen zu. Da brauche ich eine Weile, um die aufzubrauchen. Wie gesagt, für die leichten Tage. Und das ist dann auch in Ordnung. Ne? Die hole ich immer. Die sind immer am Start. Ja, kann man sich auch, wenn man jetzt so, ist nur mal ein kleiner Tipp, String anhat, kann man sich die trotzdem reinmachen. Die kann man sich dann selber so ein bisschen umbiegen. Ne? Das kann man auch machen. Man muss nicht extra die für das Tangas holen. Man kann auch die sich selber so ein bisschen zurechtformen. Ne? Ja, nehme ich immer. Ne? Und das reicht mir zu. Aufgebraucht habe ich wieder so eine Taschentücherbox. Auch auf einen etwas längeren Zeitraum. Alouette, Balsam, Taschentücher. Dreilagig, super weich, reißfest. 356 Tücher sind hier drin. Ja, ich brauchte irgendwie ein Frühlingsdesign, wo ich mir die geholt habe, gab es noch nicht. Da hatten sie irgendwie erstmal die alten rausgehauen, glaube ich. Und jetzt habe ich eine schönere hier stehen und die gefällt mir richtig gut. Ich kann euch das sagen. Ne? Ja, ich nehme immer gerne lieber die ovale Box, weil das sieht irgendwie schöner aus, finde ich. Die hole ich mir immer und passend zur Jahreszeit. Müssen natürlich auch die Taschentücherbox aussehen. Ne? Ist halt so eine kleine Macke. Mein innerer Monk möchte das so. Ja. Dann habe ich auf einen längeren Zeitraum, die habe ich von meiner Mutti mal geschenkt bekommen, von Formil Farbfangtücher. Die hatte die mal irgendwo mit drin gehabt und dann hatte sie noch welche selber gehabt und dann hatte sie mir mitgegeben. Ich nehme eigentlich die von Dumol oder Balea. Nee, denkt mit. Wie auch immer, ne? 44 Stück sind hier drin. Eine große Packung hole ich mir auch immer gleich. Da habe ich ein bisschen länger was von. Ich glaube, die reichen bei mir fast ein halbes Jahr. Je nachdem, upsala, fallen gelassen. Sind sie nie im Video so bei mir. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal, ne? Farbschmutzfangtücher, wenn du jetzt extrem mal so Schmutz mit Wasch oder so empfindliche Sachen hast. Zum Beispiel 30 Grad Wäsche wasche ich ja immer nur meine schicken Oberteile, weil die halt so einen feineren Stoff haben. Ne? Und da tue ich dann immer die helleren mit reinpacken. Genau, und wenn du mal doch was Neues hast, das färbt dann auf die Tücher ab und nicht auf die Kleidung oder halt auch Schmutz. Wenn ich jetzt Bettwäsche wasche und da wasche ich immer meine Abschminkpads und Make-up-Sponges mit. Und dann kommt das auch immer damit rein. Ne? Ja, machen ganz gut. Kann ich immer sehr gut gebrauchen. Dann habe ich hier von Dumol Hygienespüler Universal.
ist wieder Male, habe ich auch im längeren Zeitraum aufgebraucht, kommt in jede Wäsche mit rein, ne? Beseitigt 99% der Bakterien sowie Pilze und speziell Viren, ja, so fühle ich mich besser, wenn ich das mit reinmache, ne? Haben wir 1,5 Liter, nehme ich immer, das nehme ich überwiegend, ja, bei Oberteile kommt nur ein bisschen rein, ne? Weil die feinen Oberteile, so Feinwäsche, kommen nur ein bisschen rein, aber wenn ich jetzt so Unterwäsche, Socken, Frottee-Wäsche, alles, was man halt so ein bisschen kocht, ne? Dann kommt das halt so mit rein und ja, ne? Ja. Dann habe ich aus meinem Schrank, weil ich habe ja jetzt, ich hatte doch genau die Barbara Box Muttertags-Edition, die war so toll, die hat mir richtig gut gefallen. Die wird jetzt bestimmt hier oben im i durchlaufen oder als Videovorschlag. Nee, ich denke mal, ich lasse die oben durchlaufen. Da war ja Lichtschutzfaktor drin, Creme für den Sommer 50, kann ich gut gebrauchen, wenn ich mal rausgehe. Ich gehe ja ganz selten mal im Sommer raus, ne? Also wenn ich weiß, ich bin mal einen ganzen Tag unterwegs. So, habe ich schon seit 2, 3 Jahren bei mir stehen. Lichtschutzfaktor 20. Es ist zu wenig für mich, aber es ist auch schon effektiv. Ich habe mir jetzt, seitdem ich hier YouTube mache und irgendwelche Boxen, seitdem kaufe ich mir keine Sonnencreme mehr, ne? Und für meine bisschen reicht das so. Das hatte so ein bisschen Schimmer gehabt. Hier ist noch so viel drin, Leute, aber das ist toll. Das kommt, muss weg, ne? Obwohl die gut war von Ultra Sun, ne? Ich habe mich trotzdem immer dann in Schatten gesetzt, wenn ich wusste, ne? Also ich war nicht so wie andere von meinen Mädels, die sich ja richtig in die Sonne setzen und den Abend wundern sie sich, oh Gott, ich will einen Sonnenbrand abgekriegt, ne? Der richtig böse war, sag ich, sag, ich wusste schon, warum ich mich nur in Schatten setze. Ne? Aber trotzdem, auch Schatten kann man ein bisschen, ne? Sonne abbekommen. Und ja, ne, deswegen, wie gesagt, ist noch voll, aber die ist so alt, die wird jetzt nicht mehr so nicht mehr das machen, was sie soll. Och, das war ja ein Flop-Produkt, Leute. Da dachte ich so, da kaufst du dir mal was Gutes. War im Angebot bei Rossmann. Von Bruno Banani gibt es ja jetzt auch Deos. Ne? Pure Woman, da gibt es noch verschiedene andere Duftrichtungen. Ich habe hier die Pure Woman Lasting Fragrance mit Sparkling, Mango und Peony. 48 Stunden, da kam wieder nur Gas raus. Das ist wie mit den ganzen Deos von die teuren Deos. Warum kommt da nur Gas raus? Wenn ich die günstigen Deos habe, da kommt richtig was raus. Hier war auch bloß wieder Gas. Bisschen ist hier noch drin, aber das ist nur Gas, was hier rauskommt. Das ist ja 150 Milliliter, das war ein absolutes Flop-Produkt. Brauche ich nicht nochmal, hält auch nicht lange an. Daumen nach unten, dann kannst du auch dir ein preisgünstiges Deo kaufen. Ne, ich habe es mir mal im Angebot gekauft, weil ich dachte, da hast du mal was Gutes, 150 Milliliter. Ich war froh, dass das alles ist. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ne? Als halt Bruno Banani ist, da dachte ich so, wow, jetzt hast du ja was. Aber das war nix, Leute. Das war absolut nix. So, dann habe ich hier 10.000 Flaschen Mundwasser. Da gab es mal eine Zeit lang wieder. Oder Mundspülung. Gab es mal eine Zeit lang bei Kaufland nicht zu kaufen, dann hole ich halt immer die von Rossmann Procodent. Mundspülung extra frisch, die sind halt ohne Alkohol für extra frischen Atem, vermindert die Neubildung von Bakterien, Zahnbelag mit Fluorid oder Alkohol. Wenn es halt meins im Kaufland nicht mehr gibt, dann hole ich halt immer das von Rossmann. 500 Milliliter und das hat wirklich so. Ich mag ja so gerade früh so frisches Mundwasser, ne? Ah, das muss sein, Leute. Man muss doch gut riechen aus der Gusche. So. Mein, wenn man mal abends vergisst oder so, ne? Das ist jetzt kein Problem, aber gerade früh, ne? Also, ja, das ist gut. Das hole ich dann als Alternative, wenn es das gerade mal nicht bei Kaufland zu kaufen gibt. Genau, Bevola ist Eigenmarke von Kaufland. Mundspülung, extra frischer Atem zur Vorbeugung gegen Karies. Bakterien, Zahnbelag, Zahnfleischentzündung, Neuenbildung von Zahnsteinen mit Alkohol. Auch 500 Milliliter sind hier drin. Das ist mein Favoritenprodukt. Mag ich, lieb ich. Ich mag einfach so ein frisches Gefühl. Und natürlich mit Alkohol habe ich das Gefühl, dass besser die Bakterien und Bakterien absterben. Also so denke ich. Man kann sich auch ein bisschen ein paar Sachen einbilden, aber ich gehe jetzt mal von aus. Ach, guck mal. Noch eine Flasche. Normalerweise hebe ich immer bloß eine auf. Also auch von Bevola Fresh. Normalerweise hebe ich nur eine auf, aber gut, ne? Aber da habe ich ja gerade schon was dazu gesagt. Was ich aufgebraucht habe, Kuschelweich,
Neu-Emotions verleiht ein Gefühl von Wohlbefinden, Beispiel auch Konzentrat. Habe ich mir nicht selber gekauft, habe ich von meiner Mutti gekriegt, da war nur noch wenig drin. Ja, eine kleine Anekdote, warum ich das von meiner Mutti gekriegt habe. Meine Mutti und ihr Freund, die haben so ein kleines Häuschen, ein bisschen mit Grundstück und das mit Kläranlage. So, und die Kläranlage spielt halt öfters mal ein bisschen verrückt, ne? Und da hat sich meine Mutti dann mal im Internet irgendwie belesen und da hat sie dann rausgefunden, ja, wenn man sowas hat, sollte man nur Bioprodukte nehmen. Da dachte ich, oh, so, na, das ist ja vielleicht Blödsinn, ja. Und sie gucken jetzt, sie testen jetzt das mit den Bioprodukten, ob es wirklich besser ist. Vielleicht kennt sich der ein oder andere von euch mit sowas aus. Kann ja manchmal sein, es werden ja einige Zuschauer geben, die ja auch das vielleicht beruflich machen. Oder selber ein Grundstück haben mit Haus, wo halt auch so eine Kläranlage, wo nur Bioprodukte, ne? Könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben. Vielleicht gibt es da noch einen Tipp und ob das wirklich so ist. Und, oder ihr könnt mir auch mal bei Instagram schreiben und dann gebe ich das an meiner Mutti weiter, wenn ihr da noch irgendwelche Tipps auf Lager habt, ne? Ja, weil damals, wo sie die Kläranlage gebaut haben, haben die das wohl denen nicht gesagt, dass man da halt nur Bioprodukte nehmen sollte, ja. Wurden sie nicht darauf hingewiesen. Vielleicht doch, aber vielleicht vergisst man auch mal was, ne? Wenn man was neu bekommt, wird immer viel erzählt und dann saugt man vielleicht noch alles auf. Vielleicht weiß ja eine oder andere Bescheid. Meine Mutti liest sich die Kommentare durch und bei Instagram, wenn da jetzt irgendwas Besonderes dabei ist, ein guter Tipp, Ratschlag, wie auch immer, gebe ich das an meine Mutti weiter, ne? So, genau. Und da war nur noch wenig drin, kuschelweich Wohlbefinden. Das fand ich jetzt nicht so toll. Der Geruch war jetzt nicht unbedingt so meins. Die Wäsche hat jetzt auch nicht so sonderlich danach gerochen. Und jetzt bitte kommt mir nicht mit irgendwelchen tierabfällenden Weichspüler, bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Lasst es sein. Ich weiß auch nicht, ob das bei Kuschelweich auch so ist. Ja, ne? So. Also dieses würde ich mir nicht nachkaufen, das war überhaupt nicht meins. Aber ich habe es halt alle gemacht, ne? Ich sage mal, ein geschenkten Gaul, guckt man eh ins Maul. Ich hole mir nämlich immer den Billigweichspüler von Domol, der reicht mir zu, ne? Es sei denn, es sind Marken im Angebot, dann kaufe ich mir das auch selber. Dann habe ich hier was aufgebraucht. Facial Sheet Mask. Mit Ariel, die Meerjungfrau. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, von wem ich die mal gekriegt habe. War das Zuschauerpaket? War das Tauschpaket Dani Mavi? Ich weiß es nicht mehr. War das Zuschauer? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich hätte mir Notizen machen sollen, ne? Ja, ich glaube, das ist sowas, so eine Geschichte aus dem Action, glaube ich, ne? Da waren so kleine Ariels drin, eine Tuchmaske. Ja, ich hätte vielleicht einen Short abdrehen sollen, habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist immer so eine Sache mit den Dingern aus dem Action. Ich weiß, bei McGuiles gibt es auch sowas. Die machen jetzt nicht so den tollen Effekt, ne? Also hält jetzt nicht länger an, wie wenn du jetzt irgendein teures Markenprodukt machst. Aber es war ganz witzig mit Ariel, der Meerjungfrau. Was sollte das irgendwas Besonderes machen? Steht hier, erfrischende, feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske aus Vlies mit Hyaluron, veganer Rezeptur, biologisch abbaubar. Okay, ne? Ja, also du sollst danach einen frischen Talk haben. Du sollst danach Freshy Pumpeschi aussehen. So, Freshy Pumpeschi, das ist auch so ein Wort, ne? Genauso wie Antifalti, das ist auch ganz toll. Hanni wird mal einen eigenen Duden rausbringen, hat schon eine Zuschauerin drunter geschrieben. Bald steht's im Duden Antifalti. Ja, ne? Da müsste man auch drunter schreiben, wer dieses Wort erfunden hat, mit Erläuterung, ja. Oh Gott, Hanni, ey, wo soll das noch hinführen mit dir? Ja, gut. Dann habe ich dekorative Kosmetik. Das muss jetzt weg. Das ging mir so auf den Keks. Von Essence. Aus dem Essence Adventskalender vor 2 Jahren oder letztes Jahr. Aber ich glaube, da habe ich nichts behalten. Ich glaube, vor 2 Jahren noch. Essence Blushleiter. Ja, der war wirklich Blushleiter. Da war kaum was zu sehen. Ihr seht, hier ist ein Pan drin und der Deckel ist kaputt. Guckt mal, der ist hier kaputt. Das ist mir irgendwie abgebrochen. Und dann lag das immer da so in meiner Schachtel und dann lag der Deckel rum, dann lag das rum. Dann hat sich der Inhalt so ein bisschen in meiner Schachtel. Ich dachte, komm, schmeiß jetzt weg das Ding. Du hast so viele andere Blushes. Den habe ich immer für den Alltag genommen. Jeden Tag. Ne? Also jeden Tag so, das war immer so ein Tagesblush für zu Hause oder zum Einkaufen oder wenn man einfach nur was ins Gesicht haben möchte. Viel hat man davon nicht gesehen, aber so für den Alltag hat es gereicht. Kommt jetzt weg. Ich kann euch den nochmal zeigen. Der war wirklich, sieht, guck mal. Mach nochmal. Ja,
Wirklich sehr, sehr dezent. Aber mir gut gefallen. Aber der kommt jetzt weg. Ich habe jetzt einen anderen, nämlich in Anwendung. Da ist auch schon Pen drin. Aber dann kommen wir zu Haarspray. Zweimal Haarspray. Ja, mein Freund nimmt jetzt immer was mit. Und das war noch als Reserve in meinem Backup-Schränkchen. Das habe ich jetzt auch mal alle gemacht, ne? Weil das ist noch eine alte Verpackung und Isana-Haare, die haben jetzt irgendwie neu gemacht. Also das ist Haarspray-Volumenstärke 4. Das hatte ich mir als Ersatz mal gekauft, falls es Stärke 5 nicht zu kaufen gibt, weil ich hole immer die 5 und die ist immer ausverkauft. Die ist immer ausverkauft. Das letzte Mal habe ich noch eine gefunden, die stehen bei unserem Rossmann ganz unten im Regal. Und eine Flasche habe ich noch ganz hinten gefunden. Ne? Also da musste ich auf den Boden erstmal langkriechen, um die Flasche davor zu holen. War lustig, wenn das jemand gesehen hätte, Leute. Ich sag's euch. Ey. So, ja. Zweimal, das ist die neue, haben sie neues Design mal gemacht. Extra 4 starker Halt. 250 Milliliter. Reicht mir zu, muss ich sagen. Weil ich brauche das ja nur für meinen Pony, den ich übrigens mal wieder selber mal schneiden müsste. Der ist mir wieder ganz schön lang, deswegen lässt er sich nicht mehr so legen. Er reicht mir zu. Hätte ich keinen Pony, bräuchte ich auch kein Haarspray. Ne? So. Ne? Gut. Dann habe ich, oh, das ist schon so lange her, Leute. Das war mal in der Goodiebox. Ich hatte mal vor ein paar Jahren die Goodiebox gehabt, habe ich gekündigt, hat mir nicht mehr gefallen. So, da war einmal drin, ne? Für die Brustwarzen eine Maske. Ihr seht richtig, für die Brustwarzen. Das hast du so, also wie soll ich euch das erklären? Das hast du dir so um die, kann ich das so sagen, ohne dass ich jetzt hier, also man hat sich, und dann hat halt so die Brustwarze so rausgeguckt. Man hat sich das so um die Brustwarze so rumgelegt. Da war auch richtig, ich kann euch das mal zeigen. So, ich zeige euch das mal. So, also ich zeige euch das jetzt nicht. Ich packe jetzt hier nicht meine Möpse aus. Das mache ich nicht. Aber ich zeige euch mal, wie das aussah. Ich habe das so noch hier drin. Zeige euch das mal. Wisst ihr, das sah so aus. So sah das aus. Ihr seht hier das Loch in der Mitte. Und dann hat man sich das so um die Brustwarzen. Ja. Ob man das jetzt so braucht oder nicht, ist sei mal da so. Aber kommt jetzt weg. Also nochmal. Man hat an den Brüsten hat man andere Haut. Also ich habe noch nie eine faltige Brust gesehen. Dekolleté, dass das faltig werden kann. Okay, ne, das weiß man, aber ich habe noch nie so eine richtige knautschige, faltige Brust gesehen, muss ich jetzt auch mal sagen. Deswegen, ob das jetzt so, weiß ich nicht. Also, ja. Und jetzt kommen wir zur Dekolleté-Maske, war auch mal in der Goodie-Box. Wenn mal die Büroklammern abmachen, weil das fliegt ja jetzt eh weg. Das fand ich schon effektiv, das war gut. Das macht schon mehr Sinn wie so eine Brustwarzenmaske. Was braucht Kinder, Leute, ganz ehrlich. Ne? Ja, das macht aber schon was. Ne? Man soll ja auch, auch hier so Hals, Dekolleté soll man ja auch pflegen. Ne? Weil das ist auch, glaube ich, immer mit das Erste, wo man schnell faltig wird. Ne? Gut. Von Mikura, ja, genau. Das war auch. Das war beides Mikura von der. Na, Goodie Box, genau, Goodie Box Juni, aber wie gesagt, die Goodie Box habe ich Juni vor 3, 5 Jahren oder so. Ja, ach, war das, ich glaube, das war jetzt für den einen oder anderen ganz lustig hier mit der Brustwarzenmaske, ne? Sorry, Leute, tut mir leid, das ist halt so, ne? So, oh, das war ja ein Flop-Produkt, das musste ich jetzt wegschmeißen, schade, da ist noch so viel drin. Das war in dem Catrice Adventskalender, es kommen ja immer jedes Jahr Catrice Adventskalender raus. Ich glaube, so 4, 5 Stück, die man so zu selber zusammenstellen kann. Das ist so, ich denke mal, so Reste. Verwertung, was die halt aussortieren aus dem Sortiment. So also kommt mir das vor. Ne? Hydrate Puffing Eye-Serum. Nimm ich gerne. Ich nehme immer, das liegt bei mir immer im Kühlschrank. Es kommt immer früh auf meine Augen. Und da dachte ich so, gut, dann brauchst du ja erstmal den von Isana nicht holen, ne, kaufen. So, guckt euch das mal an. Die Murmel ist zu weit drinne. Ihr seht das. Ich habe es mal versucht, das Ding hier abzumachen, damit ich zumindest das Serum rausbekomme. Ich habe es nicht gekriegt. Und es kam nicht so viel Serum. Jetzt auf einmal kommt, aber das war scheiße. Die Kugel war zu weit innen drinne. Und da habe ich kaum irgendwie, es hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt dreht sie sich wie blöde. Jetzt ist Haufen Produkt, aber wo ich denn das hatte, ging es gar nicht. Ja, jetzt ist auch egal, schmeiß ich jetzt weg. Das war blöd. Das war echt doof.
Ne, ich habe mir jetzt wieder den von Isana geholt. Mit dem bin ich zufrieden und das reicht mir vollkommen zu. So, denn Frosch. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, das ist eine Supermarkt. Jetzt hast du mal wieder was anderes. Hier, wie mit Bruno Banani. Da reicht auch das Billige zu. Ne? Das hatte ich mir bloß mal zu Rossmann. Genau, ich hatte bei Rossmann bestellt. Adventskalender irgendwie. Und da haben mir ein paar Euros gefehlt, dass ich halt. Du kannst ja ab einem Bestellwert von 20 Euro das Paket in die Rossmann-Filiale liefern lassen, ne? Und dann holst du das ab. Und ich dachte, naja, wenn du da so zwei Adventskalender drin hast, willst du dich mit dem Riesenpaket nie abschleppen, dann lässt du das nach Hause schicken. Aber und dann haben mir so ein paar Euros gefehlt zum versandfreien Kostenversand. So, ja, und dann dachte ich so, komm, bestellst du mal Waschmittel und dann ist der Versand voll. Es war jetzt nicht so. Meine Mutti meinte schon, wo ich meinte, ich habe mir mal Froschmaschmittel mit. Kannst du vergessen, meinst du schon? Hast du schon gesagt, so nicht besser wie anderes. Dann ist sie wieder fallen. So, Zitrus. Ich weiß, es gibt auch noch Granatapfel. Aber es war jetzt nicht so der Knaller. Das habe ich auch im längeren Zeitraum aufgebraucht. So Waschpulver reicht bei mir 4 Monate, halbes Jahr, je nachdem. Ne? 1,45 Gramm. Besseres. Ich nehme das von Domol. Ich habe jetzt von Denkmit. Das reicht mir zu. Fertig. So, Zeichen hier. Ach, Elmis. Das ist noch gar nicht mal so lange her. Aus dem Look Fantastic Bundle habe ich aufgebraucht diese Augenpatches von Elmis. Ja, Look Fantastic Bundle hatte ich und das wird jetzt bestimmt hier durchlaufen. Waren toll, haben mir sehr gut gefallen. Also ich finde, Elemis ist schon eine gute Marke und das macht schon ein bisschen was aus. Ne? Die sind schon wirklich top. Trotzdem, ich kann es nicht oft genug sagen, die Augenpatches von Shiseido waren mit am besten. Kosten einen Haufen Geld, aber die sind wirklich gut. Ich würde mir die jetzt aber nicht unbedingt so nachkaufen. Die könnten sie mal mehr in den Beautyboxen reinmachen. Ne? Die machen auch wirklich was her. Die waren auch gut, aber die haben auch ihren Zweck erfüllt. Ne? Sollten halt, das steht hier nicht, ja, was sollen Augenpatches immer machen? Bisschen so leicht Anti-Aging, bisschen Falten, bisschen für den wacheren Blick sorgen. Aber sind gut, die würde ich mir immer wieder, wenn die in der Box sind, würde ich die trotzdem weiterverwenden. Dann habe ich aufgebraucht, was zum Baden, Rainbow in my Cloud, Badeschaum für zauberhafte Einhörner. Das hat meine Schwester auch gekriegt. Ich habe ihr zu Ostern ein Päckchen geschickt, da war das, habe ich ihr das mit reingepackt, dazu mich so gefreut, denke ich, meine ich. 60 Gramm und das roch so nach Brombeer Vanille ist voll meins. Boah, das riecht gut, das riecht immer noch gut. Das ist von Dresdner Essenz, ja. Dresdner Essenz, ja. Apropos Adventskalender, hat ja wünscht mal, dieses Jahr werde ich auch wieder den, dieses Jahr werde ich mal den Dresdner Essenz Adventskalender unboxen, ne? Oh, das riecht immer noch gut. Daumen nach oben. Toll. So, das habe ich mal wieder. Ich glaube, das habe ich noch mal von meiner Mutti geschenkt bekommen. Das war gut. Das war so von letztes Jahr so eine Limited Edition. Happy Melody, weil das gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie ja andere, ne? Das fand ich toll mit blumig-fruchtigem Duft. Das hatte ich dreimal gehabt, glaube ich, ungefähr das Spray. Ich fand es immer wieder schön. 150 Milliliter und da kam auch mal richtig was raus und nicht bloß Gas. 24 Stunden halt. Schon allein das Packaging. Niedlich, ne? Ja. Aber wie gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt gibt es das ja nicht mehr. Ja, das hat mir gut gefallen. Das fand ich wirklich gut. Daumen nach oben. Dann habe ich hier ein Primer, ist jetzt alle geworden von Hypoallergenic Beauty Glow Primer. Ja, Hypoallergenic, diese hautfreundliche Make-up-Marke. Und den fand ich toll. Ich war jetzt froh, dass ich den alle bekommen habe. Er roch nicht mehr ganz so. Ja, den habe ich schon ein paar Jahre, aber der ist jetzt auch wirklich alle. Der hat so Glow verleiht, ne? Und das Make-up so und da die Foundation fand ich gut. Daumen nach oben. Würde ich mir den nachkaufen? Ich glaube, ich weiß ich nicht. Also ich habe noch so viele andere Primer. Ich mache jetzt nach und nach immer Primer alle. Und ja, aber oh. Fand ich aber dennoch gut, obwohl ich die mir jetzt vielleicht nicht wirklich so nachkaufen würde. Dann habe ich hier die Patches, die habe ich schon so übelst lange. Die habe ich jetzt auch, ich werde mal die Büroklammern abmachen.
Die waren. Letztes Jahr hatte ich den Flaconi-Adventskalender nicht gehabt. Nee, da hatte ich den nicht gehabt, weil ich habe nämlich so drauf gehofft über den Flaconi-Adventskalender. Ne? Das ist immer so eine Sache. Der wird hier unboxed und es wird dann gesagt, naja, der ist dieses Jahr nicht so besonders und bla bla bla. Aber wow, ist verkauft. Weil der war dieses Jahr nicht so besonders, ist auch teurer gewesen wie die letzten Jahre, aber war trotzdem ausverkauft. Aber ist nicht so besonders. Ja, aber war trotzdem ausverkauft. Ne? Ich habe ja so gehofft, ein bisschen zu warten. Weil ich dachte, dass ich den billiger kriege. Ja, war raus, doch dann irgendwann ausverkauft. Ne? Immer gucken, vielleicht gibt es ihn dieses Jahr wieder, den Flaconi Adventskalender. Und da waren so zwei Patches drin für einen Tag und die war für einen Abend von Patchologie. Abends Augenpatches macht für mich so jetzt nicht unbedingt viel Sinn, weil du gehst ja dann schlafen und du siehst früh trotzdem schrumpelig aus. Deswegen, ich brauche keine Augenpatches für abends. Die habe ich auch bis ein, zweimal benutzt. Und dann habe ich dann, wollte ich nochmal benutzen, habe ich immer wieder vergessen. Weil, wie gesagt, macht für mich keinen Sinn. Sowas brauche ich jetzt nicht nochmal, ne? Wieder ein Primer, aber der ist schon lange. Fix and Rouge, der war toll. Den hätte ich gerne nochmal irgendwo mit drin. Den haben sie ja eine Zeit lang hinterhergeschmissen und jetzt existiert der gar nicht mehr in irgendeiner Beautybox, ne? Ja, hätte ich den mal damals aufgehoben, wo ich den nochmal hatte. Ist ja auch egal, ich habe andere Primer noch da. Fix and Rouge, dieser Glowy. Ich habe einmal den matten und den Glowy. Der matte ist kacke. Der matte ist kacke. Weil ich mag keine matten Primer, deswegen. Ich mag nur die Glowy Primer. Der war toll. Den Rest kriege ich hier nicht mehr raus. Ist aber mir auch eingetrocknet. Ne? Ist mit so einer Pipette hier. Ich kann euch das, aber da kommt nichts. Da kriege ich auch nichts mehr. Ja, aber ja, vegan, cruelty free. War gut. Daumen nach oben. Das war mein, fand ich tolles Produkt. Was ich auch toll fand, wo meine Mutti wieder meinte, nee, ich sag, ich fand die so toll von Lacoum. Die Absolu war in meinem Lacoum Adventskalender vor 2 Jahren. Letztes Jahr habe ich nicht unboxed, letztes Jahr. Die habe ich jetzt dieses Jahr endlich aufgebraucht. Guck mal, dieses, schon alleine dieses Pöttchen aus Gold, das ist doch schon schön dekorativ. Ich habe den Duft gemocht, da hast du hier so. Die war so. Roch so schön, die hat einen schönen Duft gehabt nach Rose, vielleicht ein bisschen zu parfümiert. Meine Mutti fand das roch so nach Farbe, so chemisch. Dachte ich so, nee, ich finde das riecht extrem nach Rose. Also mir hat das gut gefallen. Die hätte ich gerne nochmal. Davon habe ich jetzt momentan die Augencreme in Anwendung. Oh, die ist gefährlich. Wenn du zu viel nimmst, brennen dir die Augen. Ja, dann kommt das, was heißt, brennen dir die Augen? Dann kommt das so, wenn es ein bisschen ins Auge kommt, brennt die. Die würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal haben wollen, aber die ist gut. Ich bin am Überlegen, ob ich das Pöttchen erstmal aufhebe, falls ich da mal irgendwie was reinmachen möchte. Was anderes wird natürlich ausgewaschen. Und das ist auch übel schwer und robust. Also es ist schon hochwertig. Aber wie gesagt, die war toll. Die habe ich immer als Tagescreme genutzt. Die war wirklich, wirklich gut. Dann habe ich. Oh, die war auch toll. Eine kleine Probe von La Mer. Die war gut. Das war eine sehr reichhaltige Creme und die hatte einen sehr schönen, pudrigen, angenehmen Duft gehabt. Das ist auch so was ganz, so ganz klein. Die hatte ich mit in meiner Reise-Beauty-Bag. Wie viel sind denn hier drin? Das steht gar nicht oben so richtig. Wie viel Milliliter? Aber ja, die war toll. Ich bin auch am Überlegen, dieses Jahr mal den La Mer Adventskalender mir mal zu holen und auszutesten. La Mer ist ja auch so Marinekosmetik, halt so ähnlich wie Daton, ne? Und ja, schauen wir mal. Also intensiv regenerieren, Gesichtspflege, ja, die war gut mehr für den Winter. Die hat mir gut gefallen. Ich mochte den Geruch, der war wirklich toll. Also der war toll. Mein Fuß ist wieder eingeschlafen. Oh, ich sitze hier wieder ein bisschen komisch. Dann habe ich hier Isana Antitranspirant Fresh Plus. Schützt vor Akzidenz und Körpergeruch ohne Alkohol. Ich habe momentan eins von, oh Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. War in der Beautybox jetzt vor kurzem drin gewesen. Gott, wie heißt das? Blende ich euch das mal ein? Fugal. Nee, Fugal heißt. Das ist natürlich top. Ne? Also das ist natürlich, das kannst du mit dem hier nicht vergleichen. Aber mir reicht das auch zu. Ne? Hydrofugal. Hydrofugal. Genau, das ist natürlich gut. Ne? Das ist, aber das reicht mir auch zu. Ne? 50 Milliliter.
Ich schwitze jetzt nur dolle, wenn ich richtig was Produktives, extrem Bewegliches mache, ne? Ja, aber ansonsten, ja, ne? Aber das reicht zu. Für mich, manch einer sagt, nee, ja, nee, da stinke ich noch mehr, aber bei mir ist das ja nicht so mit, nicht so extrem mit Schweißgeruch, ne? Ja, gut, wo ich noch in der Wäscherei gearbeitet habe, wenn du da einen ganzen Tag geschwitzt hast, ja, dann hat man das natürlich auch gerochen, aber nicht so extrem wie bei anderen, ne? Ja, das ist eigentlich immer mit, aber wie gesagt, momentan habe ich was anderes. Was vom Baden? Ach, aus dem österreichischen Paket von der lieben Brigitte. War dieses Bicare Schaumbad, Sherry Garden mit Kirsche und Vanilleduft. Also mit Vanilleduft kriegt man mich immer, ne? Egal ob es zum Baden ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Es war gut, 40 Milliliter und es hatte Schaum gehabt. Das war so ein flüssiges, ne? Es war jetzt kein Salz oder Puder, das war so was Flüssiges. Der Duft war toll, es war so ein bisschen rot, das Wasser. Hat mir sehr gut gefallen. Daumen nach oben, ne? Hat jetzt schön auch zur Jahreszeit, so kann man schon sagen, gepasst. Ach, ich habe noch was von Lacoum. Absolut, einmal das Eiserum. Das war toll. Eiserum nehme ich immer unter der Augencreme. Ist wirklich nur ganz klein. So ein 500-Milliliter-Tübchen auch aus dem Adventskalender, den ich vor 2 Jahren on Box habe. Das war toll. Das stand immer in meinem Kühlschrank. Und das habe ich dann halt früh dann immer genommen, überwiegend. Ne? Schön gekühlt. Also so, ist nur mal so ein kleiner Tipp. Serum in den Kühlschrank lassen und dann immer früh rauf machen. Kannst du auch abends, wenn du willst, aber ich mache sowas immer früh rauf. Das gibt noch zusätzlich so einen Wacheffekt, ne? Dass die Augen dann ein bisschen, nur mal so ein Tipp, wer es noch nicht wusste. Ne? Aber vielleicht erzähle ich auch dem einen oder anderen nichts Neues. Oh, das war toll. Betty Barclay Oriental Bloom, ein Parfüm. Das muss mal in irgendeiner Beautybox gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Der Klebi ist ab, weil Beautyboxen aufgebraucht mache ich auch von Glossybox und Blissymbox und ein bisschen auch Pinkbox, die ich mal hatte, die habe ich aber auch nicht mehr. Mache ich auch aufgebraucht und dann sage ich auch extra was dazu, ne? Und ja, das war toll. Das war mein Duft. So richtig schwer, so orientalisch, blumig schwer. Was nicht jedermanns Sache ist von Betty Barclay, aber das fand ich schön. So parfümierte Duschgele nehme ich immer nur, wenn ich was vorhabe, ne? Wenn ich jetzt mal abends weggehe oder so. Ja, weil die halten schon länger an und dazu eine parfümierte Bodylotion, das ist dann schon ein bisschen effektiver. Ich weiß, in dem Glossybox auch sei, war das Parfüm drin, das hätte mich gerne gereizt, das hätte ich gerne gehabt, ne? Aber nur wegen dem Parfüm wollte ich das Glossybox Osterei jetzt auch nicht unbedingt haben. Ah, gut, hätte ich gern nochmal. Daumen nach oben, top, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier was aus dem Look Fantastic Adventskalender, den ich jeden Tag geöffnet habe in meinem Short, ne? Diese Ultra Repair Cream First Aid Beauty Fab ist für alles, für Gesicht, für Hände, für Körper. Ich habe es 56,7 Gramm, das ist aber eine komische Grammbezeichnung. War geruchslos, ist auch für empfindliche Haut mehr. Ich habe es für meine Füße genommen. Einwandfrei. Wenn ich so manchmal Cremes habe, die jetzt so, wo ich sage, nö, brauche ich jetzt nicht für empfindliche Haut, dann nehme ich die für die Füße. Ne? Und die war wirklich gut. Also ich habe mir dann auch mal die Bewertung durchgelesen und viele haben auch geschrieben, weil sie empfindliche Haut haben, die hat nur gute Bewertung. Ne? Dann scheint das richtig eine gute Creme zu sein, wenn man jetzt wirklich empfindliche Haut hat. Kann mir ja mal der ein oder andere in den Kommentaren schreiben, ne? Wer die halt jetzt, gibt doch einige, die holen nur noch das, ne? Dann habe ich von QMS, das war gut. War das auch in dem Look Fantastic Adventskalender? Ich weiß es nicht mehr. Replenishing Protection Handcreme. Die war gut. 30 Milliliter, mir hat der Duft gefallen, aber die ist so schnell eingezogen. Du hattest nicht mal Zeit gehabt zum Verreiben, da war die schon eingezogen. Da dachte ich so, hey, ich habe die noch nicht mal verrieben, da ist die schon eingezogen. Ja, fand ich ein bisschen sehr merkwürdig. Trotzdem habe ich die aufgeschnitten, ne? Wenn ich Produkte gut finde, schneide ich die auf und dann kratze ich den Rest raus. Ja, aber wie gesagt, der Duft war angenehm. Daumen nach oben. Ich finde, QMS ist eine teure Marke, aber auch die Gesichtscremes, ne? Die hatte ich auch schon mal gehabt. Warum werdet ihr jetzt auf einmal so dunkel? Ist halt manchmal so. Die Kamera hat manchmal eine kleine Macke. So,
Das, guck mal, überlegt mal, wie lange das her ist. Revival of Me Holy Grails Whipped Cream Primer. Ihr seht, aufgeschnitten von dem Maxim hier die Reihe vor 2, 3 Jahren. Ne? War toll. Die hat mir gut gefallen. Geruch, wie, ne, konnte man auch so als Pflege nehmen. Man muss, konnte man auch normal als Pflege, als Tagespflege nehmen. Ne? Aber ich habe den wirklich als Primer im Winter genommen. Und ja, ist jetzt alle 30 Milliliter. Das, wie gesagt, das war mir so eine Geschichte für den Winter. Ne? Genau, steht ja auch durch Kälte beanspruchte Gesichtshaut mittels Kamillenwasser, Aloe Vera Extrakt. Die hat wirklich gut geholfen. Daumen nach oben, die fand ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, schreibt mir mal in den Kommentaren, ist das jetzt bei Revive Loves Me ins Sortiment jetzt allgemein mit eingezogen? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Nochmal was von Lacoum aus dem Adventskalender, den ich vor 2 Jahren hatte. Advent je ne fugue. Ja. Ja, Jugendlichkeit-Elixier soll das sein. Ja. Pipette zum besseren Dosieren. Ne? Das ganze Ding ist hier aus Glas. Originalgröße 20 Milliliter. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Wenn ich es nochmal habe, würde ich es jederzeit wieder benutzen. Ja, erfüllt das jetzt seinen Zweck, dass man dadurch Jugendlichkeit aktivierender Konzentrat. Ne, kann man sich vielleicht auch ein. Hier weiter geht's. Ich habe hier noch. Ich bin gleich fast fertig. Von Isana Schaumbad Melonenliebe, sommerlicher Melonenduft, langanhaltender Schaum. Gibt's, glaube ich, mal jedes Jahr, ne? 40 Milliliter sind hier drin. War ein flüssiges. Jo, habe ich, glaube ich, letztes Wochenende erst aufgebaut. Riecht gut. Es riecht wirklich nach Melone. Also, das finde ich toll, ne? Daumen nach oben. Top. Produkt. Dann war so im Ausverkauf bei Rossmann von Kneipp Wassernixe, Lotusblume, Drachenfrucht, war so Badekristalle. Das Wasser war auch schön korallrot. 60 Gramm sind hier drin. Ne? Ja, dann steht hier noch, soll auch mit Wasserminze. Ja, so. Ja. Ne? Es war in Ordnung, würde ich jetzt aber vielleicht mir nicht nochmal. Ach so, ja, und genau. Ist ein bisschen noch was drinnen. Guck mal, das Wasser sah dann auch so aus wie hier, ne? Das finde ich mal lustig. Das mag ich immer so, diese, wenn das Wasser dann auch so farblich aussieht, ne? Aus dem Yves Rocher Adventskalender ein Bath and Shower Gel Spice Infusion. Das habe ich. Ist jetzt alle geworden. Ja, war okay. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. 50 Milliliter war bloß eine kleine Größe, Gott sei Dank. War so ein bisschen winterlicher Duft. Hm. Ja, oh, jetzt ist mir ein bisschen was an die Nase gekommen, Leute. So, dann einmal von Rituals ein Body Spray. War mein Rituals Adventskalender, den ich ja dann ein bisschen später günstig ergattert hatte, ne? The Ritual of Karma, Hydra Boost Complex, Hair and Body Mist, ne? Das mit Lotus Flower and White Tea. Ja, nämlich kommt immer meine Reise Beauty Bag mit rein, wenn ich bei meiner Mutti bin, ne? Oder mal woanders bin und dann immer mal so, immer früh auf die Haut, so, ne? Gesprüht Body Spray. Gerade jetzt im Sommer benutze ich sowas auch sehr gerne. Da müsste ich mal gucken geben. Mal bei Rossmann oder so, da gibt es ja auch öfters mal sowas, ne? Ja, deswegen, weil im Sommer nehme ich mehr so Bodysprays abends nach dem Duschen oder auch früh vielleicht, je nachdem. Aber ich nehme keine reichhaltige Cremes mehr im Sommer, ne? Das backt mir denn zu sehr auf der Haut, da werde ich nicht glücklich, da könnte ich danach wieder duschen gehen. Dann ein Grande Lash MD Lash and Changing Serum. Das ist ganz schön teuer, das war in dem Look Fantastic Adventskalender. Ja, es hat geholfen ein bisschen, ne? Die Wimpern wurden denn etwas länger. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Weil die Claudi nimmt das ja, glaube ich, auch immer, aber die nimmt noch irgendwas anderes dazu. Also es hat zwar ein bisschen was gemacht, aber ich dachte, da passiert ein bisschen mehr. Ne? Naja, gut. Aber wenn das nochmal drin ist, würde ich es nochmal nehmen. Also auf jeden Fall, es macht schon ein bisschen was mehr mit den Wimpern, aber jetzt nicht so erhofft. So wie man sich das gerne vielleicht wünscht. Also, dann habe ich hier aus von Max & Moore ein Augenbrauenserum. Guck mal, das war mal durchsichtig, ne? Ja, das kommt weg.
mache ich mir auch immer rauf, Augenbrauenserum, damit das liegen bleibt und hält. Man hat ja halt Make-up-Reste in den Augenbrauen drin und dadurch wird es dann halt so eklig. Aber ja, 9 Milliliter hat halt das gemacht, was es soll, was auch andere Augenbrauenserum auch machen. Ja, Wattestäbchen von Isana habe ich aufgebraucht. Ja, sieht da so beschlanzt aus hier. 160 Stück. Die sind jetzt auch so langsam alle geworden. Bei mir reichen Wattestäbchen ewig. Nehme ich so für wenn man nach Haare waschen, Ohren ein bisschen oder auch für meine Tunnels. Weil ich habe ja hier, ihr seht ja, hier, ne? Und da sammelt sich auch mal so Dreck und da muss man die auch immer mal sauber machen. Dann gehe ich mal mit dem Wattestäbchen sauber. So, oder fürs Make-up nehme ich immer, für den unteren Lidstrich tue ich das immer nochmal verwischen und mit Wattepads, mache ich feucht und mache ich immer meine Augenbrauen ein bisschen sauber. Also ich verbrauche jeden Tag ein Wattepad, ne? Vielleicht auch zwei, wenn ich mal meine Ohren ein bisschen. Soll man ja nicht so oft machen, ne? Die Ohren. Das soll man ja nur. Ja. Und dann nehme ich immer die von Isana. Guckt mal, ein Concealer-Schwämmchen von Essence. Das kommt jetzt weg. Es hat langsam Risse, es hat lange gehalten, es hat fast ein Jahr gehalten. Die machen sich immer gut, denn hier so, ne? Ja, aber wie gesagt, der sieht jetzt so langsam, ihr seht es. Ja, der bekommt Risse. Den habe ich immer schön mitgewaschen, ist auch schön sauber geworden. Aber ich habe mir jetzt andere geholt. Ja. Aber die sind besser, finde ich. Ich habe mir jetzt andere geholt von Rossmann Eigenmarke, diese Beauty-Eigenmarke. Muss ich sagen. Ja, aber jetzt habe ich sie gut. Aber die von Essence mit diesem abgeflachten finde ich besser als Concealer-Schwämmchen. Ne? So, nochmal was von Lacombe Nutrix aus dem Adventskalender. 5 ml, ist nur eine kleine Probe. Die war sehr reichhaltig. Ne, die war reichhaltig. Die ist eigentlich mehr für den Winter. Jetzt, wo es langsam losging mit der Hitze, als Tagescreme dachte ich, nee. Tagescreme nehme ich immer gerne jetzt im Sommer so Gelcremes. Ne? Weil so die reichhaltigen Perlen dann so nach, wenn man schwitzt. Aber für abends kann man die halt im Sommer trotzdem nehmen. Ne? Ja, aber das war mir so eine für den Winter. Den Duft fand ich auch toll. Und ja. Ne? Dann habe ich vom Adventskalender Alverde Augencreme mit Hyaluron. Ich werde denn, wenn ich den dieses Jahr wieder unboxen sollte oder für mich aufmachen sollte, wird das dann weiter wandern. Die Augencremes, die tun bei mir nicht jetzt, nicht sonderlich viel mehr. Ne? Und 15 Milliliter hat ewig gereicht. Ihr seht, ich habe nicht mal die Tube aufgeschnitten. Ich war froh, dass das Ding alle war. Ich wollte es weghaben. Ne? Ja, ja, Feuchtigkeit pflegt sanft. Ja, das ist für. Vielleicht doch für etwas Jüngere, wo es so langsam losgeht, ne, wenn sie ein bisschen was fürs Auge haben wollen. Aber wenn du jetzt so wie ich hier so schon langsam so Fältchen bekommst oder schon hast, da sind die jetzt, machen die eigentlich nicht viel. Dann habe ich von Magic Finish, Leute. Ich hatte den Magic Finish Adventskalender vor 2 Jahren unboxed und da waren diese Drops drinne für die Nägel. Diese Dry Drops, Instant Dry Drops, sind so auch ölig und ja, die kann man sich dann so, aber nur ganz wenig. Ich habe mir jetzt die kleine Flasche hat auch schon ewig bei mir gereicht, fast ein Jahr. Ich habe ja jetzt von mir die größere bestellt, habe ja im Asam Wundertüte, habe ich ja unboxed und da sind jetzt mehr drin. Ich glaube, das wird bei mir 2 Jahre reichen. Du brauchst nur ganz wenig. Da trocknet der Nagellack schneller, ist auch gut für die Nagelhaut. Die pflegst du denn gleichzeitig damit? Genau, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein bisschen den Nagellack ein bisschen aushärtet. Ja, Daumen nach oben kann ich nur empfehlen und der reicht ewig. Kostet 10 Euro halt die große, die Originalgröße, aber ihr habt da 1, 2 Jahre was von, ne? Eben, das ist so schnell nicht aufgebraucht. Ja. Das war's, ihr Lieben. Dann habe ich hier Küchentücher. Wurde langsam mal Zeit. Ich hole immer von Aluette, sieht doch schon so beschlonzelt aus. Ich hole immer von Aluette 2 Rollen Küchentücher, reicht bei mir ein Jahr. Na, die reichen bei mir ewig. 3 Lagen und die sind so ein bisschen mit Design. Na, ich brauche mir eine ganze Packung, brauche ich mir nicht holen, die reichen bei mir 2 Jahre. 2 Rollen, 102 Blatt Küchentücher nehme ich
ganz selten mal. Weil es gibt viele, die nehmen Küchentücher nur zum Saubermachen oder so. Wenn man mal schnell mal was verkippt, wischt man das mal damit weg. Ne? Küchentücher nehme ich auch gerne, wenn ich jetzt mal was aufsaugen möchte. Keine Ahnung. Für meinen Nagellackstift nehme ich das auch immer gerne. Also wie gesagt, für den äußersten Notfall nehme ich die, um mal schnell irgendwas wegzuwischen. Danach nimmt man ja trotzdem nochmal einen feuchten Lappen und wischt drüber. Ne? Aber wenn man jetzt mal schnell, greift man dazu. Mein Freund nimmt die als Taschentücher. Die sind halt robuster, nicht so wie die in der Taschentücherbox. Ne? Da meint er, da schnurpst der immer rin, dann schnurpst du durch die Taschentücher durch. Ja, ja. Dann nimmt er die halt als Taschentücher. Ne? Gut, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr ein Jahr reichen. Also, ja. Aber reicht so. So, ihr Lieben, meine Kiste ist endlich alle, Leute. Jo, das war mein Aufgebrauch vom Monat April. Es ging heute ganz schön lang, aber es ist nun mal so, ne? Ja, ich will nicht lange weiter rumschnacken. Ja, liegt wahrscheinlich daran, weil ich heute auch mal ein bisschen was aussortiert habe, so altes Zeug. Ja, ansonsten wäre ich dann fertig. So, können wir ja gerne mal so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr denn so dazu zu sagen habt. Und ansonsten mache ich jetzt Schluss, ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Maifeiertag, ne? Einen restlichen Maifeiertag. Genießt noch den freien Tag. Manch einer nimmt sich den als Brückentag und hat Urlaub, naja, denn, oder verlängerte Woche, ne? Freies Wochenende, kann ja auch möglich sein, ne? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Erholt euch gut. Und wenn ihr dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss, wenn ihr euch ein Playlist aufgebraucht, siehst du hier, siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Ne? Nun siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.